Ja, liebe Studierende, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von uns. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir wollen heute Abend dieses Begriffspaar Freiheit und Sicherheit, das ja nicht immer ein harmonisches Begriffspaar war, abschreiten in drei Themenkreisen. Zunächst wollen wir grundsätzlich aus sozialphilosophischer Perspektive das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit beleuchten. Herr Honneth wird im Rahmen dieses ersten Teils seine Theorie sozialer Freiheit skizzieren. Wir wollen dann in einem zweiten Themenkreis prüfen, inwieweit diese Theorie von Ihnen, Herr Honneth, anschlussfähig sein möchte an liberale Konzepte oder inwieweit die sich davon eigentlich abgrenzt. Wir wollen auch danach fragen, welche Voraussetzungen machen Sie in Ihrer Theorie, nach denen wir etwas wühlen wollen. Und abschließend dann in einem dritten Themenkreis, wir sind ja hier an einer Rechtshochschule, muss natürlich auch irgendwie der Rechtsstaat zur Sprache kommen. Wir wollen fragen nach der Monopolstellung des Staates in puncto öffentlicher Sicherheit zugunsten oder auch zu Ungunsten unserer persönlichen Freiheiten. Soweit von mir. Ich übergebe jetzt an Kai-Michael Hengst. Sehr geehrter Herr Professor Honneth, meine sehr geehrten Damen und Herren, Freiheit und Sicherheit stehen nach allgemeinem Verständnis in einem Spannungsverhältnis, das nicht zugunsten beider ohne Rest auflösbar ist. Diese Einsicht ist eine alte Einsicht, die in der Tradition der Philosophie, namentlich der politischen Philosophie, von zahlreichen bekannten Exponenten thematisiert worden ist. Betrachten wir exemplarisch einmal den schon von Frau Dr. Pluschke genannten englischen Philosophen Thomas Hobbes, dann steht uns vor Augen, dass Hobbes das Sicherheitsbedürfnis des Menschen in den Mittelpunkt stellt und die Menschen sich in einem fiktiven Naturzustand regelrecht im Zustand des Bellum Omnium contra Omnes, also eines Krieges aller gegen alle, sieht, der so unbefriedigend ist, dass die Menschen in seinem theoretischen Konzept diesen Naturzustand notwendigerweise verlassen müssen, um in einen anderen Zustand einzutreten. Dies geschieht mit Hilfe des großen Leviathan, also des großen staatsorganisierenden Souveräns, bei Hobbes als eine Einzelperson konzipiert, an den die natürliche Freiheit, die jedem Menschen zukommt und die er zum Nachteil anderer, weil jeder dem Menschen ein Wolf ist, Homini lupus, Sie kennen all diese Schlagwörter, abtritt, sodass seine persönliche Sicherheit gewahrt werde, allerdings auf Kosten der natürlichen Freiheit, dieser naturzustandshaften Freiheit. So löst sich für Hobbes das Spannungsverhältnis eigentlich recht zwanglos auf, weil ihm die Sicherheit am Ende des Tages vor der Freiheit geht und er auch genau darin die Aufgabe des Staates sieht, diese Sicherheit zu gewährleisten. Andere Denker haben an diese Tradition angeschlossen, als da wären Locke oder Rousseau oder auch Kant oder liberale Staatsrechtsphilosophien, in denen es immer wieder darum geht, wie das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit in ein theoretisch belastbares und auch praktisch überzeugendes Verhältnis gesetzt werden kann. Ohne diese Traditionslinien jetzt im Einzelnen auszuziehen und noch weitere Exponenten außer Hobbes, der uns hier pars pro toto für einen bestimmten Ansatz stehen soll, fällt doch auf, dass all den genannten Denkern ein Ansatz gemeinsam ist, nämlich derjenige, dass die Freiheit des eigenen Lebens, die Freiheit der eigenen Person eigentlich durch die Freiheit des anderen limitiert wird. Dass also der andere eigentlich im Hinblick auf meine Freiheitsausübung eine Störgröße ist, a priori gesehen, und dieses Problem, das der andere in seiner Freiheitsausübung stellt, mich dazu veranlasst, darüber nachzudenken, wie ich seine Freiheit gewissermaßen einhegen kann. Es gibt dann verschiedene kooperative Modelle, um dieses Ziel zu erreichen. Gegenüber einem solchen individuellen Selbstbestimmungskonzept von Freiheit, das immer limitiert ist durch die Freiheit des anderen, vertreten Sie, Herr Honneth, und zuletzt wirkmächtig in dem schon erwähnten Buch Die Idee des Sozialismus, das ich Ihnen hier gerne noch einmal zeigen möchte, einen, wenn ich es recht verstehe, anderen Ansatz, weil Sie die soziale Dimension der Freiheit betonen, nicht zulasten
der individuellen Freiheit, aber gerade zur Stärkung und recht auch erst zur Ausübung, zur Ermöglichung sozusagen einer recht verstandenen individuellen Freiheit. Mögen Sie uns, Herr Hornet, zu Anfang unserer Überlegung einmal sozusagen grundlegend schildern, wie Sie das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit im Lichte Ihres Konzepts von namentlich sozialer Freiheit sehen? Ja, ist jetzt schon ein Riesenbogen, den Sie gespannt haben. Und bevor ich vielleicht direkt zur sozialen Freiheit was sage oder dazu, wie ich mir zumindest eine Ergänzung des klassischen Begriffs der individuellen Freiheit vorstelle, würde ich gerne noch mal etwas sagen zu dem Spannungsbogen, den Sie selber aufgespannt haben. Ich meine, diese mit Hobbes eröffnete Tradition, die hatte ja die Absicht und gut begründete Absicht eigentlich, Freiheit und Sicherheit zusammenzubringen. Durch die Idee, dass Bürgerinnen und Bürger, die in einem Naturzustand eigentlich schlecht gestellt sind, entweder weil es ihnen, weil sie in einem Kriegszustand sich befinden oder weil sie in ihrem Eigentum ungeschützt sind, das ist bei Locke dann die Idee, ja, die Bürgerinnen und Bürger sich in einem Vertragsschluss zusammentun, um einen Staat zu schaffen, das heißt ein Staatswesen über sich, das sich gleichwohl ihrer eigenen Verfügung verdankt, ihrem eigenen Entschluss verdankt und das dann die Aufgabe zugewiesen bekommt, durch die Sicherung und die Koordinierung dieser individuellen Freiheiten so etwas wie Sicherheit herzustellen. Ja? Sicherheit heißt dann sehr stark bei diesen Denkern eigentlich die Sicherstellung der individuellen Freiheiten in dem Sinn, dass sie in Bezirke untergebracht wird, sodass die untereinander sich nicht in die Quere kommen. Ja? Regeln zu schaffen, die dafür Sorge tragen, dass meine individuelle Freiheit, ich von meiner individuellen Freiheit im größtmöglichen Maße Gebrauch machen kann, aber ohne dann die Freiheit des jeweils anderen irgendwie in Bedrängnis zu bringen oder zu schaden. Das heißt zunächst mal Sicherheit. Also Sicherheit heißt Rechtssicherheit und Rechtssicherheit heißt wiederum die Sicherheit darüber, in meinen eigenen Freiheiten beschützt zu sein durch diesen Staat. Der Staat hat ferner die Aufgabe, die Sicherheit des gesamten Gemeinwesens nach außen zu garantieren. Das ist natürlich eine wichtige Komponente, ja, die auch alle diese Autoren vor Augen haben. Also der Staat hat im Grunde genommen zwei Aufgaben. Er muss nach innen die Sicherheit im Sinne einer Regulierung der individuellen Freiheiten sicherstellen und nach außen die Sicherheit des Gemeinwesens garantieren können im Sinne des Schutzes vor Angriffen von äußeren oder durch äußere Feinde. Der Grundbegriff der Freiheit, der dabei eine sehr zentrale Rolle spielt, ist immer extrem individualistisch gefasst. Ja? Das heißt, die Freiheiten, um die es geht, von Anfang an, weniger bei Hobbes, aber es wird dann viel stärker mit der englischen Tradition Locke und dann natürlich auch in der deutschen Tradition von Kant, die Freiheiten, um die es geht, sind die Freiheiten der je individuellen, so heißt es bei Kant, Willkür. Das heißt, mir soll das Recht zukommen, das, was ich persönlich für richtig halte und als mein eigenes Ziel begreife, nach Möglichkeit ohne Behinderung durch andere verwirklichen zu können. Das findet dann nur dort eine Grenze, wo ich durch meine eigene Freiheitsrealisierung dem anderen schädigen könnte oder den anderen in seiner Freiheitsrealisierung einschränke. Die Gesetze sollen dafür Sorge tragen, dass das ein gut koordiniertes System von individuellen Freiheitsverwirklichungen ist. Was daran auffällt, glaube ich, und was zum ersten Mal im Übrigen, denke ich, bei Kant zu einem gewissen Problem wird, ist, dass wir in der modernen Gesellschaft einige Praktiken haben oder einige soziale Institutionen haben, die sich diesem Modell eigentlich nicht ganz fügen und die deswegen irgendwie ein Problem bilden für solche Zugänge. Bei Kant ist das die ganze Idee der demokratischen Öffentlichkeit oder der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit lässt sich nämlich gar nicht angemessen beschreiben
nach diesem Modell, das ich vorher vorgestellt habe. Ja? In der Öffentlichkeit sind wir ja dazu aufgefordert, uns miteinander zu verständigen, um erst gemeinsam den gemeinsamen Willen, Volonté générale bei Rousseau, ja, einen Gemeinwillen zu bilden. Also sind wir irgendwie angehalten hier, unsere Freiheit nicht mehr als je individuelle Freiheit. Es geht um das Ziel, das ich verwirklichen möchte, ich privat, in meiner eigenen Privatheit verwirklichen möchte, sondern im Begriff der Öffentlichkeit wird zum ersten Mal etwas thematisch, was bedeutet, dass wir gemeinsam ein Ziel uns erst bilden sollten. Das heißt auch, dass eigentlich die Freiheit, die dabei eine Rolle spielt, ein wenig anders begriffen werden müsste. Wird sie aber lange Zeit nicht, weil dafür entweder das Vokabular fehlt oder die Fantasie fehlt oder man so stark fixiert ist auf diese Idee der individuell gefassten Freiheit, die zum Grundbegriff des Liberalismus wird, dass man große Schwierigkeiten hat, eigentlich das zu verstehen, worum es in der Demokratie, in der demokratischen Willensbildung eigentlich gehen soll, nämlich dass wir hier unsere individuelle Freiheit der Meinungsbildung, ja, ich will mir eine Meinung bilden darüber, wie gute Gesetze sind, so denkt sich das Rousseau, oder ich will mir eine Meinung bilden darüber, wie unser Gemeinwesen, unser Staatswesen verfasst sein sollte, welchen Vorstellungen des Guten die Regierung zu folgen hätte. Dieses sich eine Meinung bilden lässt sich kaum mehr im Sinne dieser individualistischen Freiheit verstehen, sondern verlangt nach einem anderen Freiheitsbegriff. Und dieser andere Freiheitsbegriff wird in Vorstufen ganz allmählich im modernen Denken, weniger im Deutschen, glaube ich, zunächst mal thematisch, bei Tocqueville zum Beispiel, ja, der macht sich klar, das sind eigentlich in den USA die Gemeinden, in denen die Subjekte untereinander im Zusammenspiel sich eine Meinung über ihr eigenes Wohlergehen bilden. Und dann schält sich allmählich irgendwie etwas heraus, was zunächst im Liberalismus gar keinen Platz findet, dass es nämlich bestimmte Institutionen oder Praktiken gibt, die sich besser nach einem anderen Freiheitsmodell verstehen lassen müssten, das ich dann soziale Freiheit nenne, und das man vielleicht erstmal abstrakt so fassen könnte, hier kann ich meine eigene Freiheit nur verwirklichen im Zusammenspiel oder im Miteinandersein mit anderen. Und das Grundmodell dafür ist erstmal die demokratische Willensbildung. Ja? Es gibt dann aber schnell Einsichten darin, dass auch andere unserer wesentlichen Praktiken und Institutionen, die uns wichtig sind, sehr schlecht begriffen werden, wenn sie nach diesem Modell der bloß individuellen privaten Freiheit verstanden werden. Zum Beispiel das, was in Familien sich abspielt oder in Freundschaften sich abspielt. Das sind irgendwie Institutionen, die offenbar nach einem anderen Modell von Freiheit begriffen werden sollten. Der das dann am konsequentesten durchführt, ist in der deutschen Tradition Hegel, der einen Begriff prägt, der zwar nicht der sozialen Freiheit ist, er nennt das sittliche Freiheit, der gewissermaßen ausgeht davon, dass meine Freiheit, das, was ich will, in bestimmten Sphären, in bestimmten Institutionen, nur verwirklichen kann, wenn du auch eine Freiheit verwirklicht, die mit meiner zusammenspielt, die meine ermöglicht, so wie ich deine Freiheit ermögliche. Und ich will das vielleicht am deutlichsten mal zeigen an der demokratischen Willensbildung, weil das vielleicht das beste Beispiel dafür ist. Bei den Liberalen, wenn sie an diesem individualistischen Begriff der Freiheit hängen, gibt es immer die leichte Tendenz zu sagen, die Demokratie besteht in, also das, was wir demokratisches Handeln nennen, besteht in dem Akt des individuellen Wählens. Ja? Die Demokratie verwirklicht sich dann, wenn der Einzelne zur Wahlurne geht, seine private Meinung kundtut dort durch das Kreuzchen und darin realisiert sich Demokratie. Das halte ich für eine massive Verkürzung von dem, was eigentlich demokratische Willensbildung bedeuten sollte, weil diesem individuellen Wahlakt ja vorgelagert sein sollten, der Idee nach, Veranstaltungen
Diskurse, Debatten, in denen wir uns gemeinsam überhaupt erstmal darüber verständigen, was wir wollen. Das andere wäre eine individuelle Wahlentscheidung. Aber die Demokratie oder demokratische Willensbildung beinhaltet ja der Idee nach viel mehr. Es bedeutet nämlich, dass ich von dir lernen möchte, was vielleicht ganz gute Argumente wären in Bezug darauf, wie unser Gemeinwesen verfasst sein sollte. Und dass wir untereinander irgendwie uns eine Meinung darüber bilden sollen, a public opinion, darüber bilden sollten, wie unser Gemeinwesen regiert sein sollten, welche Gesetze hier vorherrschen sollten, wie überhaupt die Vorstellungen des Guten sind, von denen wir uns gemeinsam leiten lassen sollten, in der Weise, dass wir die Regierung eigentlich verpflichten können, diesen uns gemeinsamen Vorstellungen zu folgen. Diese Freiheit, die wir da entäußern oder die wir da praktizieren, die setzt im Unterschied zu der anderen Freiheit, über die wir bislang diskutiert haben, immer die Bezugnahme auf ein Wir voraus. Die lässt sich gar nicht verstehen, wenn man nicht die Voraussetzung eines Wir macht. Das ist das Wir derer, die sich an der demokratischen Willensbildung beteiligen. Und ich muss mich als ein Mitglied eines solchen Wir, wie fragmentiert das auch ist, verstehen können, wenn ich mich als demokratischer Bürger oder demokratische Bürgerin eigentlich angemessen verstehen möchte. Das ist der Grundgedanke der sozialen Freiheit, dass sie setzt voraus ein Wir, dass die Freiheit nur diese Freiheit nur überhaupt verwirklichen kann im Miteinander verschiedener Subjekte. Das einfachste Beispiel dafür sind natürlich Freundschaften und Familien. Ja? Wir stellen uns ja auch Familien so vor, dass sie eigentlich Freiheit verwirklichen, eine besondere Freiheit wiederum. Man könnte sagen, die Freiheit der wechselseitigen Befriedigung von elementaren, wichtigen, physischen, mentalen, emotionalen Bedürfnissen. Auch das stellen wir uns als etwas vor, was eigentlich, wenn es gewissermaßen gut geht, voraussetzt ein geteiltes Wir. Und es wäre irgendwie misslich, wir würden das nicht als eine Freiheitsverwirklichung beschreiben können. Das können wir aber nur dann, wenn wir neben dieser individuellen Freiheit, die also den privaten Willen des Einzelnen voraussetzt, der weiß, was er will oder der gerne das realisieren möchte, was er je für sich für das Richtige hält. Wenn wir neben dieser individuellen Freiheit auch eine andere Freiheit zulassen, die ich jetzt erstmal als soziale Freiheit beschreibe, und uns klar machen, dass viele unserer sozialen Sphären oder Einrichtungen in modernen Gesellschaften eigentlich von der Idee einer solchen sozialen Freiheit leben und nicht von der Idee einer bloß privaten, individuellen Freiheit. So würde ich erstmal den Bogen spannen. Ja, ja, wenn man dem folgt, dann könnte man ja meinen, dass Sie, indem Sie das Wir diesem eigentlich suchenden Diskurs der Individuen schon voraussetzen, auf die Unterscheidung von privat und öffentlich ganz verzichten können. Denn das Wir ist ja quasi immer schon da. Erste Frage, Anschlussfrage, dieses Wir kommt mir doch sehr unbestimmt vor. Können Sie vielleicht noch etwas ausführen, was dieses Wir eigentlich ist und wie es sich dann auch abgrenzt zu einem Wir, das sozusagen von hinten meine individuelle Freiheit wieder einkassiert? Ich meine, wie Sie sagen, dieses Wir ist je nach dem Ort oder der sozialen Sphäre, über die wir sprechen. Mal unbestimmter und mal bestimmter. Ja? Sprechen wir über Freundschaften. Auch die Freundschaft ist für mich so ein Paradigma, weil sich daran sehr vieles sehr schön klar machen lässt. Ja? Die Freundschaft setzt ein Wir voraus. Gute Freunde, das, was der Aristoteles schon vor Augen hatte, wenn er von der guten Freundschaft sprach, müssen sich aufeinander beziehen, indem sie sich auch immer als ein Wir verstehen. Und die Realisierung der Ziele des Freundes auch als Bedingung der Realisierung der eigenen Ziele mitverstehen. Da ist dieses Wir sehr bestimmt, ja? Im Allgemeinen durch zwei Personen. Ja? Und man weiß sehr genau, wer der andere ist. Es gibt natürlich auch größere Freundschaftszirkel, wo vielleicht die Außengrenzen offener sind. Im Wir der demokratischen Willensbildung ist das Wir tatsächlich hoch unbestimmt, ja? Weil die Grenzen im Fluss sind und
interessanterweise wiederum die Grenzen dahingehend, wer dem wir eigentlich angehören sollte, ob er nun daran teilnimmt oder sie oder nicht an dem wir, wiederum wir festlegen sollten. Ja? Das lässt sich ja sehr schön an den Debatten über Migration nachvollziehen. Ja? Es sind wir, die demokratischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die darüber mitentscheiden sollen, wen wir eigentlich noch als Mitglieder dieses Wir begreifen wollen. Daher ist dieses Wir in ständiger, gewissermaßen im ständigen Fluss, könnte man sagen. Andererseits können wir aber ohne Bezugnahme auf ein Wir dieser Art uns gar nicht, denke ich, als demokratische Staatsbürger irgendwie verstehen. Weil die Idee des demokratischen Staatsbürgers oder die Idee der demokratischen Staatsbürgerin ist die, sich eigentlich untereinander und miteinander einen Willen erst zu bilden. Ja? Nicht mein eigener privater Wille ist Realisierung von Demokratie, sondern die Realisierung von Demokratie ist, das war Kants Einsicht, ist gebunden an die Öffentlichkeit, die sich gewissermaßen vor den Augen aller Beteiligten eine Meinung darüber bilden soll, wie das Gute des Gemeinwesens beschaffen sein soll, wie die richtigen Gesetze beschaffen sein sollen. Und diese Öffentlichkeit als Träger dieses demokratischen Wir, auf das ich jetzt gerade anspiele, ist, ich glaube, konstitutiv unbestimmt. Es ist zunächst tatsächlich natürlich uns überlassen, wie aktiv wir uns an diesem Geschehen beteiligen wollen. Es gibt nicht den Zwang zur demokratischen Partizipation. Aber sagen wir mal, das Wir ist umso vielleicht aktiver und diese Art von sozialer Freiheit ist in einem umso besseren Zustand, je aktiver die Bürgerinnen und Bürger sich an der ständigen Revitalisierung, an der ständigen Erneuerung des Wir wiederum beteiligen, durch Deliberation, durch Diskurse, vermittelt durch die Medien, ja. Es ist auch vielleicht umso stabiler, desto besser die Medien die Aufgabe erfüllen, diese Diskussionen zu erlauben und überhaupt stattfinden zu lassen. Letztlich leben viele, viele mediale Ereignisse, die wir kennen, Wahlkampfdebatten im amerikanischen Fernsehen, jetzt zwischen Clinton wahrscheinlich demnächst und Trump, leben ja von der Idee, auch wenn man das sich kaum eingesteht, vielleicht noch, leben von der Idee, dass sie beitragen sollen zu einer gemeinsamen Willensbildung. Ja? Es soll nicht der Einzelne sich eine Meinung bilden, nein, das ist ein Baustein in einer Vielzahl von Diskussionen eigentlich, die wir untereinander führen sollten, um uns diese Meinung über oder Überzeugung, eine gemeinsame Überzeugung herauszuarbeiten mit Blick auf unser Selbstverständnis und das, was wir wollen in Fragen der politischen Organisation unseres Gemeinwesens. Insofern, dass wir hier ist offen, porös, glaube ich, in der demokratischen Willensbildung. In der Familie wiederum ist es lange Zeit sehr stabil gewesen und war gekennzeichnet durch biologische Eltern und die biologischen Kinder. Wir wissen heute, dass das alles im Fluss ist und sich das Wir der Familie in einem Umbruch befindet. Ja? Jetzt gehören zu diesem Wir plötzlich bei Patchwork-Familien ziemlich unklare Außengrenzen. Ja? Es ist immer ein bisschen unklar, wer eigentlich dann dazugehört. Aber es bleibt dabei, eine Familie lebt davon, selbst wenn sie Patchwork-Familie ist. Ja? Also selbst wenn jetzt der nicht biologische Vater mit gewissermaßen in die Familie hineinrückt oder die nicht biologische Mutter in die Familie hineinrückt, dass wir die Idee hier verfolgen, und zwar jeder, glaube ich, der in einer relativ intakten Familie lebt, dass wir wechselseitig uns bei der schwierigen Aufgabe der Bewältigung unseres Lebens helfen und zur Seite stehen. Bis hin zum Tod, bis hin zum Tod der eigenen Eltern. Und es lebt von der Idee einer Wechselseitigkeit, die davon lebt irgendwie und die darauf angewiesen ist, dass dieses Wir irgendwie existiert, ja? So luftig das sein mag. Ja? Das hat eben weniger Realität als das Ich, das einen Körper hat. Ja? Dieses Wir hat vielleicht einen Körper, könnte man sagen, in Form dieser Familienmitglieder, aber es ist ein dünneres,
ein dünneres Wesen gewissermaßen als das ich hier verkörpere und Sie verkörpern und das nun seinen eigenen privaten Willen auch nochmal hat. Dieses Wir ist aber elementar wichtig, um eine Freiheit irgendwie verstehen zu können und realisieren zu können, die, so denke ich, und jetzt spanne ich nochmal den Bogen ganz zum Anfang zurück, die vom Liberalismus, ich will nicht sagen gar nicht, hat wahrgenommen werden können, aber mit der der Liberalismus sich schwer getan hat. Ja? Und das ist mir wichtig, weil das ein Impuls ist gewissermaßen dem Liberalismus auch etwas nochmal an Freiheitsidee entgegenzusetzen, was unter seinen eigenen Bedingungen nie wirklich gut artikuliert werden konnte. Deswegen hat der Liberalismus auch immer die Neigung, die Demokratie wieder zu reduzieren, gewissermaßen auf den Wahlakt, was ich für ein Problem halte. Ja, der Wahlakt ist ein ganz kleiner Ausschnitt. Der Idee nach ist der Wahlakt der kleinste Teil in dem, was eigentlich demokratische Willensbildung bedeutet. Und das sieht man aber erst, wenn man sich klar macht, dass es hier um eine andere Form von Freiheit geht, die wir nur gemeinsam überhaupt verwirklichen können, im Gemeinsamen. Die Gruppe derjenigen, Herr Hornet, die wir zu sich sagen, ja, schwankt natürlich und differiert hinsichtlich ihrer Mächtigkeit als Menge betrachtet, je nach ihrem Bezugspunkt. Im System eines Staates, in dem demokratische Willensbildung vonstatten geht, die ja vom Grundgesetz in Artikel 21 übrigens auch so beschrieben ist, dass die Parteien daran mitwirken, also an der demokratischen Willensbildung des Volkes mitwirken, sie nicht etwa übernehmen, idealiter gedacht, ist das natürlich eine andere Mächtigkeit als in einer familiären, größeren oder kleineren Gruppe oder in der, Sie hatten Aristoteles erwähnt, der ja die Freundschaft in der nikomachischen Ethik sehr schön auffächert, Zweiergruppe. Bleibt eigentlich, Sie hatten ja vorhin die individuelle Freiheit neben die soziale Freiheit gestellt, noch ein sachhaltiger Begriff von individueller Freiheit zurück, wenn man einmal von der Existenzform des Robinson Crusoe, bevor Freitag auf die Insel kam, absieht, Freiheit immer auch in dieser Bezogenheit auf den anderen denkt, nicht auch nur im Sinne eines Miteinanders, sondern eigentlich auch eines Füreinanders, so wie Sie das in Ihrem Buch ja auch schildern. Ist also dann sinnvollerweise noch von diesem liberalistischen, individualistischen Freiheitsbegriff überhaupt zu sprechen? Gibt es da ein Residuum oder stehen diese beiden Freiheitsbegriffe gleichberechtigt oder denkbarerweise komplementär oder auch einander fremd gegenüber oder nebeneinander? Das ist tatsächlich eine Grundsatzfrage, ja, die sehr wichtig ist. Ich habe jetzt die Sache einmal vom Liberalismus aufgeholt und habe gesagt, der Liberalismus hat sich immer ein bisschen schwer getan mit diesem anderen Freiheitsmodell. Ja? Einem anderen Freiheitsmodell, das eben die Gemeinsamkeit eines Füreinander, wie Sie jetzt nochmal gesagt haben, voraussetzt. Die Gefahr von der anderen Seite ist, glaube ich, die, dass man dem, was wir eigentlich diese private Freiheit nennen und die uns ja allen irgendwie auch wichtig ist, glaube ich, zu wenig Raum lässt. Ja? Also muss man irgendwie das Kunststück verbringen, diese Freiheiten irgendwie in eine Architektonik zu bringen, dass sie sich nicht wechselseitig einschränken oder dass sie auf jeden Fall dass sie nicht in ein Konfliktverhältnis miteinander kommen. Der Hegel hat sich das so gedacht, dass er zunächst mal darauf bedacht war, jedes Subjekt als ein Rechtssubjekt zu verstehen. Und das ist natürlich eine klassisch liberale Idee. Ja? Dadurch, dass wir die Einzelnen als Rechtssubjekte verstehen, sind sie von Haus aus mit den Freiheiten ausgestattet, die die individuellen Rechte vorsehen. Und das sind sehr viele Freiheiten, die unsere subjektiven Rechte vorsehen. Ja? Denken Sie, das ist ja gewissermaßen die Grundsäule erstmal der subjektiven Rechte an das Eigentumsrecht. Das ist das, womit Hobbes beginnt. Ja? Hobbes beginnt ja damit zu sagen, das Eigentum ist so ungesichert im Naturzustand, also muss der Staat jetzt ein Eigentumsrecht schaffen. Und das Eigentumsrecht ist natürlich gedacht als ein Freiheitsrecht. Ja? Das ist meine Freiheit mit einem Stück Gegenstand, auf den kein anderer legitimerweise Zugriff hat, zu tun, was ich für richtig halte.
dass die Grundlage des Eigentumsrechts, und jetzt lässt sich viel darüber denken, ob man das einschränken muss oder nicht, oder wie man das sich genau denkt, wie weit dieses Eigentum eigentlich gehen darf. Aber damit beginnt irgendwie die Idee der liberalen Rechte als eine Versicherung und Absicherung von individuellen Freiheiten. Bis hin eben zur Meinungsfreiheit, die dem Hobbes auch wichtig war, bis hin zur Freiheit, Parteien gründen zu können, ja, einer Bewegung beitreten zu dürfen in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Dadurch, dass der Hegel nun sagt, alle Subjekte, die von dieser sozialen Freiheit eigentlich profitieren sollen, die an ihrer Verwirklichung sich beteiligen, dass er sie sich als rechtliche Subjekte denkt, glaubt er, dass er diese Gefahr, auf die Sie aufmerksam gemacht haben, schon umschifft hat. Ja? Weil wir Rechtssubjekte sind, haben wir jederzeit die Möglichkeit, uns aus diesem Geschehen des Wir, ja, aus diesem sich ständig erneuernden Wir auch zurückzuziehen. Und natürlich muss man sagen, die Rechtsentwicklung ist dem auch gefolgt. Ja, wir haben etwa ein Scheidungsrecht. Ein Scheidungsrecht heißt, ich habe gewissermaßen staatlich verbürgt, jederzeit die Möglichkeit, aus diesem Wir einer Familie, als Ehefrau etwa, auch wieder auszusteigen. Nämlich dann, wenn dieses Wir der Familie meinen eigenen Vorstellungen von dem, was ich für richtig und gut halte, gar nicht mehr entspricht. Und nun kann man sich das gestuft so vorstellen, dass wir natürlich auch Freiheiten haben. Wir haben einerseits Freiheiten, die es mir erlauben, mich an dieser Bildung des demokratischen Wir zu beteiligen. Das sind alle Redefreiheiten, Meinungsfreiheiten, das sind Versammlungsfreiheiten, also die politischen Rechte. Wir haben aber auch ganz selbstverständlich als Rechtssubjekte immer die Möglichkeit, eben uns dieser Teilnahme zu verweigern. Ja, ich muss nicht irgendwie mir mit anderen zusammen eine Meinung darüber bilden müssen. Ich kann zu Hause bleiben und kann, also insofern ist meine Staatsbürgerschaft oder ich als ein politisches Subjekt habe gleichzeitig das Recht, mich auch unpolitisch wieder aus dem Geschehen herauszuziehen. So denkt man sich die Versöhnung. Ja? Und das ist natürlich ein Versuch, hier zwischen sozialer Freiheit und dieser privaten Freiheit so ein Gleichgewicht herzustellen und da nichts gewissermaßen totalitär, könnte man ja sagen, anbrennen zu lassen. Ja? Herr Honneth, wenn wir vielleicht so langsam fortschreiten und auch uns mit der dritten sozialen Sphäre beschäftigen wollen, Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement eigentlich Bezug genommen, einmal auf die Sphäre der persönlichen Beziehung, Freundschaft, Familie, dann auf die Sphäre der demokratischen Willensbildung. Eine dritte Sphäre in Ihrer Theorie wäre ja die Marktgesellschaft, die Marktwirtschaft oder das ökonomische Handlungssystem, wie Sie sagen. Vielleicht nähern wir uns dem mal an, und da liegt es nahe, mal einen Ökonom im Geiste auf die Bühne zu holen, nämlich von Hayek, der von einem ganz anderen Punkt aus startet als Sie. Nämlich er startet von dem Punkt aus, dass ein gelingendes Leben eines Individuums in einer demokratischen Marktgesellschaft liegt ganz in der Verantwortung des Einzelnen. Die Gesellschaft und die Institutionen der Gesellschaft sind eigentlich nur Offerten an das Individuum, Gelegenheiten zu ergreifen, daraus etwas zu machen. Das hat ja in puncto Verantwortung, um mal einen neuen Begriff auch noch mit einzuführen, auch eine Dimension, die mir jetzt bei Ihnen noch gar nicht ganz klar ist. Yeah. In dieser sehr liberalen Sichtweise von Hayek trägt der Einzelne für sein Leben die Verantwortung für seine Entscheidung, aber damit ja auch in ihren Wirkungen dem anderen gegenüber. Wenn man Ihnen jetzt so folgt bei dem Konzept der sozialen Freiheit, droht da nicht diese Verantwortungsdimension des Einzelnen von vornherein vergemeinschaftet zu werden? Ich mal so fragen.
also jetzt greifen Sie die Frage auf, die ich eigentlich für die Gegenwart noch viel brisanter halte, ja, als die der demokratischen Willensbildung. Ich meine, auch da könnte man ja sagen, ist es nicht allzu gut bestellt. Und wir sind irgendwie ein bisschen beunruhigt über den Zustand unserer Demokratie und auch mit Recht, ja, zunehmende Apathie, ja, immer weniger Menschen gehen zur Wahl. Parteien haben sich irgendwie in seltsamer Weise verwandelt, sodass sie die ursprüngliche Rolle, auf die sie hingewiesen haben, vielleicht gar nicht mehr so übernehmen, nämlich zur demokratischen Willensbildung beizutragen. Da ist einiges sicherlich im Argen und man könnte viel darüber diskutieren und müsste darüber diskutieren, ob nicht eine Ursache dafür auch ist, dass wir uns dieser Gemeinsamkeit in der demokratischen Willensbildung und der daraus sich ergebenden Pflichten auch der Parteien und der Medien gar nicht mehr bewusst genug sind. Aber viel brisanter ist diese Frage, die Sie jetzt anschneiden. Wie sollen wir eigentlich vor dem Hintergrund der Unterscheidung dieser beiden Freiheitsbegriffe das verstehen, was ja möglicherweise gerade für das Gedeihen und das Geschick unserer Gesellschaften noch viel brisanter ist, nämlich das ganze Feld der Marktwirtschaft. Ja? Und natürlich gibt es da nach meiner Auffassung zwei doch stark aufeinander prallende Bilder und Beschreibungen. Die eine haben Sie jetzt genannt. Die ist wahrscheinlich am genialsten im 20. Jahrhundert durch von Hayek exponiert worden und vertreten worden. Ein Ökonom, der gleichzeitig ein begnadeter Philosoph war, der ganz entschieden die Meinung vertreten hat, was da sich herausgebildet hat mit dem Markt als gewissermaßen so ein Koordinierungsmechanismus des ökonomischen Handelns mit der Fähigkeit, die Effektivität zu steigern, einfach durch den Preismechanismus, sollte ganz resolut verstanden werden als eine Sphäre privatester Freiheit. Ja? Da ist jeder auf sich allein gestellt und jeder ist dazu angehalten, sein Glück zu versuchen. Und das Medium dieses Marktes hat die Fähigkeit, das durch Wettbewerb dann auch irgendwie zu ermöglichen. Ja? Dann fallen eben welche raus und es bleiben die Erfolgreichen und es gibt die Verlierer. Nun gibt es demgegenüber eine andere Vorstellung dessen, was der Markt eigentlich ist. Und nach meiner Auffassung ist die stärker vertreten noch im 18. und 19. Jahrhundert, als es sozusagen um die Anfänge des Marktes geht. Da herrscht nämlich die Vorstellung, es ist gar nicht so sehr die Freiheit und das Glück des Einzelnen, dass der Markt irgendwie durch Wettbewerb, was der Markt durch Wettbewerb ermöglichen soll, sondern das Versprechen des Marktes ist es, ein Koordinierungsmechanismus zu sein, der die Wohlfahrt aller steigert. Alle sollen davon im hohen Maße profitieren können, dass wir dieses Instrument der Invisible Hand, ja, wie das Adam Smith nennt, nun einrichten. Es geht erstens darum für ihn, dass durch die Einrichtung der Marktgesellschaft, und er spricht noch gar nicht vom kapitalistischen Markt, ja, das ist ja noch vollkommen unklar, welcher Markt das da eigentlich ist. Es gibt ja auch noch Unterschiede zwischen kapitalistischen Märkten und Märkten. Er spricht nur erstmal vom Markt. Ja. Der Markt schafft erstens die Befreiung von Abhängigkeiten, feudale Art. Ja. Da waren die Leute noch gewissermaßen angewiesen und abhängig vom Willen des Lehnsherrn zum Beispiel. Ja. Mit dem Markt entsteht so etwas wie ein Koordinierungsmechanismus, der durch freie Verträge funktioniert, der aber in sich das Versprechen hat, die daran Beteiligten, die nach Möglichkeit gleichgestellt sein sollten, im Ganzen davon profitieren zu lassen. Die Wohlfahrt aller sollte sich steigern. Ja? Das ist das große Versprechen, an dem im Übrigen dann auch noch lange Zeit die Nationalökonomie später sich abarbeitet, weil immer nachgewiesen werden muss, bei Schumpeter sieht man das sehr deutlich, also bei anderen Ökonomen, es muss immer gezeigt werden, dass durch irgendwelche
gewissermaßen Effekte am Ende alle davon profitieren. Das heißt, jetzt könnte man sagen, da haben wir doch zwei ganz unterschiedliche Vorstellungen des Marktes. Ja, wir haben einerseits die Vorstellung, der Markt ist ein Koordinierungsmechanismus, der den Einzelnen in seiner Privatheit dem Risiko aussetzt, aber auch dem möglichen Glück aussetzt, sein Bestes schaffen zu können. Oder der Markt ist von uns gemeinsam eingerichtete Institution oder ein Koordinierungsmechanismus, der von dem Versprechen lebt, dass wir alle bei ökonomischer Unabhängigkeit durch seine Invisible Hand unsere Wohlfahrt gemeinsam steigern. Es geht nicht um die individuelle Wohlfahrt, es geht um die gemeinsame Wohlfahrt. Die soll gesteigert werden. Meiner Ansicht nach sind das zwei konkurrierende Bilder des Marktes, ein eher soziales Bild des Marktes und ein radikal individualistisches Bild des Marktes. Was heute dominiert, ist mit Sicherheit ein extrem individualistisches Bild des Marktes. Ja? Das wird ja dann etwa neoliberal genannt und so weiter. Die Vorstellung dabei ist, jeder ist für sich allein verantwortlich. Jeder muss sein Glück da probieren und aufs Spiel setzen können. Die Frage, ob zum Beispiel die Verträge, die dabei ausgehandelt werden, faire Verträge sind, ob sie den Bedingungen der wechselseitigen Zustimmungsfähigkeit genügen, ja, die ja voraussetzt, dass die beiden Seiten tatsächlich auch frei genug sind, Nein sagen zu können zu einem Vertrag, die spielen alle keine Rolle mehr und die werden gewissermaßen so ausgeblendet. Und die Frage, ob der Markt denn die gemeinsame Wohlfahrt steigert, wird auch kaum mehr gestellt. Das ist die Folge, denke ich, einer fatalen Entwicklung, dass der Markt nur nach dem Muster einer, also man sagt ja dann auch umgangssprachlich, Ellbogenfreiheit gesehen wird. Ich bin der Meinung, der Markt kann nur dann überhaupt angemessen verstanden werden und auch gewissermaßen ethisch reguliert werden oder moralisch reguliert werden und zu unseren Gunsten umgestaltet werden, wenn wir ihn als eine andere Form der sozialen Freiheit verstehen, ja? Nämlich als ein Medium, das so beschaffen ist, dass wir hier uns wechselseitig dazu befähigen sollten, gemeinsam das allgemeine Wohl zu steigern. Dann aber verlangt der Markt auch nach massiven Eingriffen und Regulationen. Dann muss der Markt ständig daraufhin geprüft werden, ob er die Bedingungen, die er dort verspricht, überhaupt einhält und wie er so gestaltet werden kann, dass er dieses Versprechen besser realisiert. Und das nenne ich dann in dem Buch über den Sozialismus die Aufgabe, experimentell mit dem Markt so umzugehen, dass wir ihn daraufhin befragen und daraufhin testen, wie weit wir ihn zu unseren Gunsten umgestalten können, sodass wir alle von ihm aber auch gemeinsam profitieren, ja? Und nicht, dass ein Großteil auf der Strecke bleibt und ein kleiner Teil davon massiv profitiert. Aber wie gesagt, das sind zwei konkurrierende Bilder und nun ist die Frage, wie entscheidet man zwischen diesen Bildern? Ja? Weil natürlich auch der Hayek irgendwie vielversprechende Ideen damit verknüpft und gerade die Idee der privaten Freiheit da so ins Zentrum gerückt hat. Ja? Man muss sich aber klar machen, die deutsche Tradition hatte eher immer eine Neigung, anders als die englische oder amerikanische, den Markt doch stärker sozial zu verstehen. Das sieht man schon an der sozialen Marktwirtschaft oder an dem, was man das, den rheinischen Kapitalismus nennt. Das waren ja schüchterne Versuche, den Markt sozial zu verstehen und ihn mit Restriktionen, Auflagen so weit einzuschränken, der ganze Wohlfahrtsstaat ist eine Einschränkung des Marktes, muss man sagen, dass er dieses Versprechen des Wachstums allgemeiner Wohlfahrt auch erfüllen kann. Das gehört eher zur deutschen Tradition, glaube ich, den Markt sozial zu verstehen. Und wie gesagt, oder zur französischen Tradition auch, während in England und den USA der Markt viel stärker individualistisch von Anfang an verstanden wurde, trotz Adam Smith, von dem ich glaube, der hat eher eine soziale Interpretation des Marktes gehabt, also dem Stammvater, könnte man sagen, der Theorie des Marktes. Ja. Ich
gerade von der Situation einer Entscheidung womöglich zwischen diesen beiden Modellen sprachen, dann stellt sich natürlich die Frage nach dem Maßstab einer solchen Entscheidung und wie eine Präferenz für das eine oder andere Modell oder ein vermittelndes Modell, wenn es so etwas geben sollte, eigentlich abgeleitet wird. Sie hatten gerade in dem Zusammenhang auch Ausdrücke wie Angemessenheit und ethische Wertung oder so etwas verwendet, was mich zu der Frage führt, ob nicht in der von Ihnen artikulierten Präferenz für das stärker soziale Modell des Marktes eine Art normative, implizite normative Wertung steckt, also eine implizite Normativität im Grunde Ihrem Modell zugrunde liegt, Ihrem gesamten Modell von sozialer Freiheit, die letzten Endes auf so etwas verweist wie ein Menschenbild. Damit nähern wir uns natürlich dem unsicheren Terrain der Anthropologie, über das man schreiten kann. Viele tun es ja auch und gehen darüber hinweg, auf dem man auch sehr trefflich streiten kann, weil letzten Endes die Frage entsteht, wie der Mensch in seinem gesamten Sein am trefflichsten beschrieben ist, einerseits, und was dann andererseits eigentlich aus einer solchen Beschreibung folgt. Ob wir also einen bestimmten Impuls, den der Mensch etwa haben kann, zum Beispiel zum Kooperieren, in Ihrer Theorie der Anerkennung ist das ja ein ganz wesentliches Element, befürworten und stark machen oder ob wir diese Gegebenheiten vielleicht aus einem übergeordneten Grund auch in den Hintergrund rücken oder womöglich zu ignorieren meinen dürfen, weil wir finden, dass es darauf gar nicht ankomme, sondern ein konkurrierendes Modell befürworten würden, etwa aus dem Impuls heraus des freien Spiels der Kräfte, das präferabel wäre, wie immer der Mensch nun mal beschaffen sei. Meine Frage ist also, ob Sie übereinstimmen würden mit der Beschreibung dieser Entscheidungssituation als einer solchen, in der letzten Endes so etwas wie ein Menschenbild eine Rolle spielte, eine anthropologische Überlegung oder Annahme, eine Hintergrundannahme vielleicht darin steckt, oder ob Sie an dieser Situation der Entscheidung noch einen anderen Gesichtspunkt für den Wesentlicheren halten würden. Ich würde eigentlich ganz gern vermeiden, es abhängig zu machen von einem Menschenbild. Aus den Gründen, die Sie, glaube ich, auch schon erwähnt haben. Natürlich ist gar nicht zu bezweifeln, dahinter stehen sehr häufig und auch in meinem Fall sicherlich irgendwelche Bilder der eigentlichen Wesenseigenschaften des Menschen. Ja, man könnte bei mir sagen, dahinter steckt das schon von Aristoteles geprägte Bild des Zoon Politikon. Ja. Wir sind eigentlich Gemeinwesen. Ja. Das heißt, wir sind Wesen, die in Gemeinsamkeit im Miteinander und Füreinander leben. Und man würde von dort aus vielleicht, also von einem solchen anthropologischen Menschenbild, die eigene Theorie oder die eigenen Präferenzen, die eigenen Werturteile begründen wollen. Das hat immer viele Nachteile, weil diese Menschenbilder sich über die Zeit wandeln, weil auch unsere Einsichten über das, was der Mensch eigentlich dem Wesen nach ist, gewissermaßen offen ist, immer für neue Revisionen. Ja, Sie sehen ja an den ganzen Diskussionen, die es da in diesem breiten Feld der Anthropologie gibt, was da immer für neue Bilder aufkommen. Ja. Der Mensch ist eigentlich ein zur Aggression neigendes Wesen, der Mensch ist eigentlich ein kooperatives Wesen. Also davon würde ich es ungern abhängig machen. Es gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten, dazwischen doch irgendwie mit einer gewissen Vernünftigkeit zu entscheiden. Also wir reden ja jetzt darüber, zwischen welchem Bild des Marktes eigentlich, welches Bild des Marktes ist eigentlich das Überzeugendere. Eine Frage, eine Weise, es zu begründen, wäre die, die ich gerade irgendwie indirekt mit ins Spiel gebracht habe, sich nach den Versprechen des Marktes zu fragen. Wie verstehen wir eigentlich das Versprechen des Marktes richtig? Was heißt jetzt richtig? Ja? Gehen wir zurück auf die Gründerväter der ökonomischen Konzeption, die den Markt hat begründen wollen. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, von der ich häufig Gebrauch mache. Ja? Indem ich etwa auf Adam Smith verweise, den irgendwie möglichst klar kriegen will, auch seine ganze Beunruhigung zum Beispiel über die Lage der Arbeiterklasse, da war er hoch beunruhigt, ja, und dachte, das passt gar nicht zum Markt. Wenn ein Marktteilnehmer
wenn es einem Marktteilnehmer so schlecht geht, wie es der Arbeiterklasse geht, sind die ja gar nicht dazu in der Lage, irgendwie als autonome Marktsubjekte zu agieren. Ja? Die können gar nicht irgendwie zu Verträgen noch Ja sagen, denen geht es viel zu schlecht. Und die Arbeit macht sie auch noch kaputt. Also das waren alles Beunruhigungen von Smith. Und man könnte sagen, das macht doch deutlich, ja, dass der Markt eigentlich...